habe eine Pflanze, von der ich weiß, dass sie keiner hat hier. Aber keine Plastikpflanze? Nee. Ach, hör auf! Jo, wir sind jetzt heute endlich da, die Botaniker ist am Start und wir werden heute nicht nur richtig geile Pflanzen sehen, nicht nur richtig coole Leute vor die Kamera holen, sondern wir werden uns heute die geilste Pflanze aus dem Universum suchen und ihr seid dabei, let's go! Wir sind hier im Eingangsbereich und wie man hier sieht, hier wird noch ordentlich aufgebaut, weil die Tore machen noch nicht auf. Das geht alles erst in ungefähr einer Stunde los. Aber wir wollen natürlich hier alle Pflanzen vorher schon auf die Kamera bringen. Ihr seid dabei und wir gucken uns jetzt mal an, was die ersten Stände hier so zu bieten haben. Hier sind ein paar richtig coole Pflanzen dabei. Eventuell auch die eine Pflanze, die wir suchen, und zwar die schönste Pflanze der Welt. Hier haben wir beispielsweise was. Eine panaschierte Alocasia und sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Steht noch kein Preis dran, aber die, finde ich, ist schon mal in der näheren Auswahl. Und hier oben der Strawberry ist natürlich auch ein Hingucker. Richtig schöne große Blätter. Und wenn wir hier hinten mal gucken, eine Dubia in einer XXL-Version, also mit wirklich richtig, richtig schönen großen Blättern, hat auf jeden Fall auch was. Wie gesagt, Preise stehen jetzt hier noch nicht dran. Und da hinten habe ich auch ein paar richtig geile Sachen gesehen und ich kann mir vorstellen, dass da auch noch mal richtig, richtig geile Pflanzen sind. Wir sind jetzt hier am Stand von Araflora und hier haben wir den... Gels, die Araflora. Genau. Ich spreche ein wenig Deutsch, aber Rüdiger Rell auch nicht, was nicht gut in Deutsch. Das ist sympathisch. Ja. Ja. Wir haben viele Pflanzen, ja. Viele Ameisenpflanzen, fleischfressende Pflanzen und auch sehr viele... Ariot. Und ich habe da drüben auch gesehen, Alocasien auch mit ziemlich großen Blättern, ne? Ja. Beispielsweise jetzt die hier, das ist eine Cuprea. Ja. Und auch eine neue Art auf China, das ist eine Dragontail, auch eine sehr einfache Zimmerpflanze. Ja, aber noch sehr selten, ne? Sehr selten, ja. Ja, und die Stiele, ist das normal, dass die so lang sind? Das ist normal, ja. Ja, okay. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen besonders dann, ne? Ja, das ist besonders und ja. Sehr einfach. Ja, okay. Und das ist die größte Ameisenpflanze. Es ist ein Pflanz, ich denke, das ist 15, 20 Jahre alt. Und ich habe sehr, sehr kleine Stecklinge. Von dieser Ameisenpflanze? Das ist wie die. Ah, okay, das ist diese Ameisenpflanze in klein. Ja, die habe ich auch schon mal gezeigt in einem Video, ja, bei Jungle Leaves, die haben die nämlich auch. Da können quasi die Ameisen rein und die Pflanze, die generiert die Wege und Gänge. Ja, genau. 15 Jahre alt, 20 Jahre alt, ja. Die habe ich entdeckt in Brasilien. Ich habe sehr viele Expeditionen gemacht in Brasilien und in Kolumbien und ich, ja. Habe sehr neue, schöne Arten gefunden. Ach cool, also selber aus der Natur quasi neue Arten entdeckt. Ja, okay. Und dann selber weiter gezüchtet. Ja. Aber sehr lange vorher. Ja. Und das gibt eine andere Ausstellung. Das sind die neue, so eine neue Arten von Indonesien. Okay. Sind das Terrarienpflanzen oder? Das sind Terrarienpflanzen, ja. Okay. Also die brauchen eine hohe Luftfeuchtigkeit eher. Ja. Ne? So wie Begonien beispielsweise. Aber das ist hier einfach immer im Haus. So ein bisschen blau, ne? Ja. Das ist hübsch. Genauso wie hier, das ist ja Pavonina, ja. Die kriegt ja auch diesen Blaustich, ne? Wenn die ein bisschen weniger Licht bekommt, dann schimmert die richtig schön blau. Genau. Und Instagram habt ihr auch, ne? Ja, Instagram blende ich euch auch nochmal ein. Und dann könnt ihr auch mal gucken, wenn ihr hier ein paar Pflanzen gesehen habt, die euch gefallen hat, könnt ihr mal gerne in den Online-Shop gehen und vielleicht findet ihr ja was, ne? Vielen Dank. Und nächstes Jahr ein neuer Internet-Shop. Ah, auch noch. Okay. Ja, wisst ihr Bescheid, Leute. Araflora, wir sind hier durch. Vielen Dank für den Beitrag und wir gehen jetzt mal weiter und gucken uns noch andere Stände an. Wir sind jetzt bei der Kati von Wheel of Emeralds. Link unten zum Shop blende ich einmal ein und den Instagram-Kanal auch. Jo. Man kennt dich. Cool. So, wir suchen heute richtig schöne Pflanzen, vielleicht sogar auch die schönste Pflanze im Universum. Kann ich dir bieten. Unsere Anthurienwand. Ja. Mit schönen Hybriden für die Anthuriensammler. Ja, das ist krass. Super viele schöne Gloriosum bei Wayne's. Ja, die sind wirklich Wayne-ig, ne? Und ja, man muss hier immer so ein bisschen wühlen. Wir haben Steckingsboxen. Ja. Und hier ist quasi der Wühltisch, wo man aber auch die ein oder andere Schönheit irgendwie findet. Zum Beispiel. Besondere Harpalina. Ja. Ey, die habe ich schon mal kennengelernt, als ich letztes Mal bei euch war. Genau, das sind die aus dem Import. Ja, cool. Leute, jetzt wisst ihr sogar, die Leute, die mich gefragt haben, was mit dem Import passiert ist.
die sind tatsächlich jetzt hier. Haben es geschafft. Genau, also die Hälfte hat überlebt. Ja. Das ist die Auflösung. Die Hälfte ist ja schon mal besser als... Genau, das ist Hapaline appendiculata und Hapaline celtarex. Ja, ich bin gespannt, ob die auch gut ankommen, weil die sind ja noch nicht ganz so bekannt bei den Leuten. Ne? Wir haben sie schon beworben. Also es gibt Leute, die danach... Ja. Okay. Ja, und auch irgendwie mal irgendwas Großes. Ich meine, die meisten Leute, die auch von Botanica kommen, die wollen ja eher was Kleines, Kompaktes mitnehmen. Ich glaube, da bist du sehr gut aufgestellt. Und deswegen, also wir haben uns extra so ein bisschen daran orientiert, weil große Pflanzen haben ja echt viele Leute und davon kannst du dir halt nicht fünf mit nach Hause nehmen, außer du hast ein Riesenhaus oder so. Okay, und dann sag mir nochmal, was das hier ist und kommt mal ein bisschen näher. Syrtosperma johnstoni. Ja. Ja, auch mega schön. Ja, mega schön. Ja. Und es sind auch mal zwischendurch so ein paar andere Dinge dabei. Ja. Geht weiter, liebe Leute. ja, auf jeden Fall, genau, große Pflanzen haben viele hier, ist schwierig zum Transportieren, deswegen möglichst halt kompakt gehalten hier. Ja? Genau, und ja, die Leute wollen halt auch was mit den Pflanzen machen, wenn sie die haben. Die wollen die nicht nur hinstellen, wir haben die alle bewurzelt in Moos. Ja. Da können die auch, wenn man möchte, die erstmal drin lassen, aber man kann sie halt dann auch zu Hause umtopfen, in einen größeren Topf und man kann halt viele davon mitnehmen, das ist der Vorteil. Ja. Ja, sehr cool. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Stand, weil jetzt gerade fängt langsam an hier Action. Ne? Ich merke es. Ja, ich muss meine Position wieder da. Hau rein, einnehmen. Vielen Dank. Wir gehen weiter. Geht gleich los. So. Mal einmal die Straßenseite. Da hinten, ich schätze mal in ungefähr 100 Metern. Hört die Schlange auf. Hallo. Hallo. Freut ihr euch? Ja. Klar. Ihr seid live im Video. Das ist super. Sehr schön. Wir sind extra 5 Stunden gefahren. 5 Stunden? Wo aus kommt ihr her? Von Jena. Jena? Jena. Mhm. Also, in Thüringen. Ja, ist doch schön da. War ich auch schon ein paar Mal. Wunderschön. Ja, aber hier ist heute, glaube ich, schöner, oder? Ja. Na klar. Ja. Habt ihr irgendwelche Ziele? Wollt ihr irgendwie was Besonderes? Ja, ein paar Pflanzen fehlen noch auf der Liste. Ja, okay. Teilconstellation, Florida Beauty. Oh, Teilconstellation werdet ihr auf jeden Fall kriegen, weil da haben wir viele von gesehen. Ihr wisst es, die wissen es noch nicht, aber gleich werden sie es auch wissen. Ja, wird auf jeden Fall cool, kann ich euch jetzt nochmal versprechen. Und die Tore gehen jetzt auf. Danke für euch. Danke, viel Spaß. Jetzt sind wir hier am Ende der Schlange angekommen. Und wie man sieht, da hinten dieses Häuschen mit diesem dunkelbraunen Dach, da ist der Eingang. Also ich würde sagen, das sind schon ein paar Meter und ich hoffe übrigens, dass jetzt während des gesamten Videos auch der Ton gut ist. Hier draußen ist es natürlich kein Problem, drin ist es immer schwierig, gerade wenn ich noch mal ein paar Leute vor die Kamera hole. Aber ich hoffe, es klappt und falls es nicht so gut geklappt hat, nimmt es mir nicht böse. So, wir gehen jetzt wieder rein. Die Leute strömen rein, ihr könnt ja einmal gucken, hier vorne im Foyer, im Eingangsbereich, ist auf jeden Fall schon gut was los und wir lassen uns da aber nicht entmutigen und machen jetzt hier weiter und gehen die einzelnen Stände ab. Let's go! So, liebe Leute, wir sind jetzt hier bei The Best Plants. Der Sascha steht neben mir und du bist der Eigentümer, der Chef im Haus. Wir sind 2 Chefs. Okay, aber ich habe zumindest jetzt 1 Chef hier und das ist schon mal gut. Ja, ich habe mir auch schon mal euren Stand angeguckt, sieht auf jeden Fall schön aus und wir suchen heute schöne Pflanzen, klar. Und wenn wir Glück haben, suchen wir sogar noch die schönste Pflanze im gesamten Universum. Ei. Vielleicht ist da ja irgendwas dabei. Zeig uns einfach mal, was du hast. Die Alocasia Zebrina Variegata Blackstem, oder was ist das? Zebrina, aber das ist die mit Mint. Ah, die Mint. Ja, okay. Die ist natürlich, sieht man selten. Also wir haben ja komplett umgestellt. Ja. Wir sind so von den ganz normalen Aroids sind wir weg und machen fast ausschließlich noch Variegata. Ah, okay. Und da suchen wir im Moment auch so das Besondere auf dem Markt. Ja. Und die Mint ist halt was total Besonderes. Das Schöne ist halt, dass hier unten der Stiel ist rot, innen drin ist grün. Ja. Und dann die mintfarbenen Blätter. Ja. Ja, deswegen haben wir die auch dieses Jahr alle hinter Glas. Ja, abschließbar. Gut. Würde ich wahrscheinlich auch so machen. Da kommt man dann manchmal gerne mit dem Fuß dran oder sonst irgendwie was. Ja, wenn es der Fuß denn dann nur wäre. Ja, und die Fummelei. Das ist es. Ja, okay. Ja, ich fummel aber auch so gerne da. Es bekommt nicht jeder Pflanze. Ja, also wenn man den Pflanzen gefallen tun will, auch wenn man mal gerne tätschelt,
schöner ist es natürlich, gerade auch für die Verkäufer, wenn er die Pflanzen nicht antippt. Ich erwische mich auch immer wieder dabei. Genau, und ihr seid jetzt komplett auf Variegata umgestellt. Komplett. Das heißt, wir haben jetzt noch so ein paar vereinzelte Restbestände in unserem Shop. Aber heute hier zeigen wir eigentlich nur noch Variegata. Okay, und das heißt, wenn jetzt Leute jetzt nicht hier, die jetzt gerade zuschauen und nicht hier waren, haben die auch die Möglichkeit, die Pflanzen irgendwie online zu kriegen? Bei uns im Shop unter www.thebestplants.com, da haben wir einen Online-Shop. Ja, blende ich euch auch nochmal hier unten ein. Genau, und da kann man die ganz normal bestellen. Jetzt im Winter versenden wir auch die Kartons, da sind halt Feedbacks dabei, sodass ihr auf jeden Fall sicher... Und über Instagram findet man euch auch, ne? Instagram, Facebook... Ja. Blende ich euch auch jetzt mal gerade... Soziale Medien natürlich. Ja. Okay, ja, perfekt. Und wir hatten schon mal einen Vorfeldkontakt. Und zwar... Wir? Ja, ich glaube, ja. Vielleicht vertue ich mich. Überlege mal, ja. Da war was. Ja, und zwar hat sich der Sascha gedacht, für die ganzen Pflanzenliebhaber unter euch möchte er gerne was zur Verfügung stellen. Und genau. Hat gesagt, geile Sache, sind wir auf jeden Fall dabei, weil ich sag mal, Gewinnspiele, wo Leute dann nochmal die Möglichkeit haben, vielleicht Studenten etc., die jetzt nicht gerade so viel Geld haben, gerade wieder auch immer alles teurer. Da haben wir uns gedacht, da tun wir euch mal was Gutes. Was haben wir da? Drei Möglichkeiten. Einmal eine Pflanze, die zeige ich euch jetzt gleich. Das zweite, brandneu auf dem Markt, die zweite Version, der Flexa von Sunlight. Und das dritte, falls die Pflanze nicht gefallen sollte und die Flexa nicht auf Anhieb gefällt, machen wir noch einen 75-Euro-Gutschein. Und derjenige kann aussuchen zwischen den drei Dingen. Ja, perfekt. So machen wir das. Ich blende euch jetzt einmal ein, wie lange dieses Gewinnspiel geht. Und was ihr für dieses Gewinnspiel machen müsst, das erzähle ich euch jetzt. Und zwar geht jetzt einmal unten in die Kommentarfunktion und schreibt einmal rein, ob ihr mehr so Fan panaschierte Pflanzen seid oder sagt ihr lieber grün. Wenn beides ist, ist auch okay, aber es würde mich mal interessieren, weil da gibt es ja immer so zwei Lager. Und ansonsten würde es mich halt mega freuen, wenn ihr einmal bei The Best Plants vorbeischaut, egal ob im Online-Shop oder auf Instagram. Und lasst da auf jeden Fall mal ein bisschen Liebe da, weil das Gewinnspiel ist wirklich richtig, richtig cool. Und ich danke nochmal den lieben Sascha hier an dieser Stelle für dieses tolle Gewinnspiel. Und jetzt würde ich sagen, alles Weitere findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt weiter mit dem Video. Jetzt das Pflänzchen, was ihr gewinnen könnt. Wie gesagt, die anderen beiden Sachen wären einmal die Sunlight Flex mit Netzteil. Natürlich. Mit Netzteil. Flex 10 mit Netzteil. Oder den 75-Euro-Gutschein. Der Gewinner, wie gesagt, der wird dann, könnt ihr aber auch nochmal unten in der Videobeschreibung nachlesen, wird dann von mir per Zufall gezogen und wird dann entsprechend unten in den Kommentaren dick erwähnt, plus Markierung, sodass ihr das auch definitiv mitkriegt. Und ja, an dieser Stelle würde ich sagen, blenden wir nochmal ein paar Sachen hier von eurem Stand ein. Sehr gerne. Ich bedanke mich. Und wir bedanken. Ja, und ansonsten wünsche ich viel Erfolg hier und vor allen Dingen Spaß auf der Botanica in Hamm. Das Wichtigste ist der Spaß. Ja, ist es auch. Also, wenn ihr noch nicht bei der Botanica wart, nächstes Jahr wird es auch stattfinden. Wann, schreibe ich unten auch nochmal in die Videobeschreibung rein. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns nochmal die anderen Stände an. Let's go. Zeig mal, was hast du denn da erwischt? Cuttings? Ja. Bewurzelt mit Moos? Okay. Und Stera Donzoni Variegata? Ja, sehr cool. Die war dann da. Was hat denn? 25 Euro. Ja, das geht klar, ne? Ja, wenn du überlegst, von einem, also von einem Jaiza für 800 Euro. Ja, deshalb. Ja, deswegen. Also krass, auch wie das schwankt. Und dann habe ich mir so ein... Ein paar Cuttings und der ist auch cool. Überraschungsbox mit Cuttings drin. Ja. Wir suchen heute ja noch die schönste Pflanze im Universum. Habt ihr einen Tipp? Habt ihr irgendwo die schönste Pflanze im Universum gesehen? Da hinten, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Die kostet 950 Euro, aber die habe ich auch noch nie gesehen. Die Wo ist da hinten? Kommt mal, wir müssen jetzt einmal los. Die finden wir jetzt sehr interessant. Ah, Caramel Marble. Also ich finde die sehr... Hi, Caramel Marble? Ja. Ja. Ja, die ist cool, ne? So mit dem Pink und dem Grün, die sieht ja, sehr, sehr cool. Schön aus. Ja, hier waren wir nämlich auch noch nicht, deswegen super vielen Dank, dass ihr uns hier hingelotst habt. Dann gucken wir uns jetzt hier auch noch mal ein paar Pflanzen an. Und das ist für euch jetzt hier so, das, war so das Highlight. Was uns so ins Auge gestochen ist. Ja. Leute, das ist die Caramel Marble. Die wird hier verkauft von X-Plants for You und das ist nämlich die Union. Und der ein oder andere von euch wird sie vielleicht auch sogar kennen, denn ich war schon mal bei ihr. Und was die Union so kann, das machen wir jetzt gleich. So, wie gerade gesagt, wir sind jetzt hier bei X-Plant for You. Ne? Ja. So, und das ist die Union. Und der eine oder andere von euch kennt die Union vielleicht, weil ich war schon mal bei ihr zu Hause und habe da die Monstera Donzoni Variegata bei dir gekauft. Und du bist hier auf der Botanica. Letztes Jahr auch schon, aber da habe ich euch verpasst. Aber dieses Mal nicht. Ja, jetzt stimmt. Bin ich hier. Ne? Dankeschön. So, und weißt du, warum wir jetzt hier sind? Weil wir suchen heute die schönste Pflanze im Universum. Oh.
So, und da habe ich die beiden gerade gefragt, habt ihr die schönste Pflanze im Universum hier irgendwo gesehen? Und dann haben die gesagt, ja, da. Echt? Schön. Die fanden die Pflanze hier von allen Pflanzen am schönsten. Was sagst du dazu? Gut, ne? Ja, die ist sehr schön. Letztes Jahr habe ich eine große dabei. Die ist ja wegen Transporte nicht so. Ja. Okay. Aber sieht auch gut aus. Das ist halt ein Steckling wahrscheinlich von der Mutterpflanze, hast du bewurzeln lassen. Ja. Und bei dir ist die Besonderheit, du hast die meisten Pflanzen im mineralischen Substrat, ne? Ja. Warum? Für mich ist es so, dass sauber und für Philodendro diese Art funktioniert sehr gut. Mhm. Auch die sehr teure Pflanze. Ja, die wie wachsen gut, ne? Pflege ist leicht. Wie diese Bilien Variata. Ja, ne? Die Bilien Variata. Genau. Die wachsen einfach sehr gut. Ja, hier sieht man auch eine Wurzel. Genau. Ne? Und ich bin, wie gesagt, hauptsächlich zu Hause, ne? Hat keine Greenhouse. Ja. Deswegen ist es auch sauber aus der Schönheit. Ja. Und man kann Urlaub gehen, ne? Wenn man Urlaub geht, dann sieht man Wasser da, dann würde man keine Man gießt kommen, einfach und dann hat man einen Monat Ruhe, ne? So ungefähr. Nein, eine Woche. Ja, je nach Pflanze. Genau, aber wenn man mal im Urlaub fährt, kann man ruhig auch mal ein bisschen mehr reintun. Ja, finde ich auch. Mineralsubstrat ist eine gute Sache. Habe ich jetzt auch vor kurzem ein Video gebracht. Und ja, vielen Dank dafür. Ja, gerne. Wir danke. Zeigen jetzt noch mal so ein paar Pflänzchen von deinem Stand und dann gehen wir weiter. Ja, okay, danke dir. Ciao. Wir kommen später. Ja. Ich habe jetzt gerade wieder zwei verrückte Pflanzenfreaks gefunden. Gerade neu mit dem Hobby begonnen, oder was? Oder schon was länger? Ja, schon ein bisschen länger. Ja. Und was habt ihr denn Schönes? Eine schöne Freideck. Ja. Was hast du bezahlt? Interessiert die Leute 30 daraus? 30 Euro. 30 Euro für die Freideck. Das geht klar. Dann hier noch für einen Zehner eine Melanochrysum. Für einen Zehner, Leute. Jo, aber sieht halt auch entsprechend aus. Ja gut, ne? Aber da kann man ja Cuttings von schneiden und dann... Ne, normalerweise, auch für so eine Pflanze, hätte man ja vor einem Jahr oder anderthalb Jahren noch richtig viel Geld bezahlt. Ja, für die Kristalline um 20. Ja, geht auch klar. Dann haben wir hier noch eine Verrucosum für 12. Ja. Das hätten noch besser sein können, aber das hier ist irgend so eine Drogenpflanze. Ja. Hat Bock drauf, muss einfach man mal testen. Was anderes. Ne? Ja, ehrlich. Ja. Ja. Also seid ihr zufrieden mit der Ausbeute? Ja. Ja, ist doch gut. Und so grundsätzlich zur Botanika, was sagt er? Mega gut. Ja. Also bei der letzten waren wir jetzt nicht dabei. Ja. Auf jeden Fall richtig gut. Also finde ich mega geile Sache. Ja, hört sich gut an. Wie lange müsst ihr bis nach Hause fahren? Stunde. Stunde geht. Ja, ne? Ja. Du bist auch glücklich hier? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, die Leute sind hier alle glücklich und das ist auf jeden Fall schön. Ich danke euch auf jeden Fall für den Einblick. Und viel Spaß noch hier auf der Botanika. Danke. So, jetzt laufen wir doch hier gerade bei Fabio vorbei. Fabio kennt wahrscheinlich noch gar nicht so viele von euch. Hat den Grund, weil Fabio erst seit kurzem auf dem Markt ist. Dünger, Leute. Jeder von uns, der Zimmerpflanzen hat, braucht den Dünger. Und da gucken wir uns heute mal ganz genau an, was hier ausgestellt wird. Wer bist du? Hi, ich bin Hannes. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Fabio. Ich bin aus Hamburg, heute zum ersten Mal hier auf der Botanika in Hamm. Und ja, sind sehr begeistert, coole Aussteller. Ja. Spannende Menschen, gute Gespräche und daher... Erzähl doch mal, also ich bin jetzt Zimmerpflanzenbesitzer, habe vielleicht meine 20, 30, es gibt natürlich auch welche, die haben auch mal 200 und was mache ich denn jetzt? Jetzt brauche ich meinen Dünger, jetzt komme ich auf Fabio, ja, sehe, dass die Dünger haben. Was habt ihr, was könnt ihr mir anbieten? Haben, also wir haben quasi im Prinzip drei verschiedene Segmente, einmal den, sieht man hier auch ganz gut auf der Übersicht, den unteren Bereich sind die normalen NPK-Dünger, das ist quasi unsere Basisversorgung, das, was quasi jede Pflanze benötigt, das haben wir hier quasi entsprechend in handlichen Flaschen, weil wir gesagt haben, wir wollen jetzt keinen Dünger auf den Markt bringen, der jetzt wieder ein Liter Inhalt hat, den man wenn man halt nicht die 200 Pflanzen hat, den, und der steht dann relativ länger Zeit rum, haben wir oben die beiden Bereiche, das ist einmal der Nitrogen BioBoost, das ist ein, ein Stickstoffdünger, quasi für große Blätter, schönes Grün, und dann haben wir hier den Bio-Mikro-Komplex, das ist eher Pflanzenschutz. Das ist ein Kupferdünger, sehr hochwertig und das ist natürlich auch jetzt für die kalte Jahreszeit sehr gut, dass man die Pflanze stärkt. Und im Endeffekt einfache Anwendung, man nimmt die Pipette, einfach, man schraubt sie auf, hat dann wenige Tropfen, die man da verwendet. Ja, man nimmt dann hier einmal das Produkt, hat dann, wenn man zu Hause eine Glasflasche hat, das sind jetzt auch bei den letzten beiden genannten Blattdünger. Ja. Man nimmt einfach die Flasche, öffnet sie und hat dann entsprechend mit wenigen Tropfen, in dem Fall 6 Tropfen, steht auch hinten drauf, auf dem Label, wie viel man benötigt, schließt das entsprechend, schüttelt das und dann... Und das wäre, das wäre jetzt der Blattdünger? Genau, das wäre der Blattdünger, wird dann entsprechend über Blätter aufgenommen, sehr schnelle Aufnahme und dann wird's... Das ist interessant, weil ich wollte sowieso auf meinem Kanal mal testen, also Blattdünger, vielleicht nehme ich mir gleich mal eine Flasche mit und vielleicht seht ihr dann auch in ein paar Wochen,
ob dieser Dünger tatsächlich so gut ist. Ja, er macht erstmal einen guten Eindruck. Und wie sieht es denn jetzt erstmal dann aus, wenn ich sage, ich möchte jetzt gar nicht mit Blattdünger, weil ich sag mal, die meisten Leute da draußen, die düngen tatsächlich übers Gießwasser. Ja. So, da habt ihr ja dann wahrscheinlich genau die andere Lösung. Genau, noch, quasi oder? Für normalen Boden ist das der MPK-Dünger, der wird dann quasi ins Gießwasser gemischt, dann entsprechend aufgeführt. Ja. Man hat hier auch bei dem, das ist quasi das der für Zimmerpflanzen, sieht man auch mal an dem Design, vorne sind immer diverse Designs, die Kulturen repräsentieren und auf der Rückseite sieht man dann die Inhaltsstoffe, Anwendung und entsprechend auch die Dosierung mit den Tropfen, auch per Pipette. Ja. Und ja, wenn man keine Sprühflasche hat, für die Blattdünger hat man entsprechend hier was. Okay, eine Plant Mom. Kann man auch personalisieren mit dem Namen. Ja. Ah, okay, cool. Das geht dann über eure, habt ihr eine Internetseite? Genau, wir sind verfügbar auf der Webseite fabio.com im Shop. Okay, blende ich euch nochmal hier unten ein. Und habt ihr auch Instagram, dann kann ich es direkt auch mit einblenden. Genau, bei Otto und ansonsten bei Amazon und bei den üblichen Kanälen. Ah, okay. Genau. Ja, suchen auch weiter einen Partner, also Händler, auch Concept Stores, nicht nur Pflanzenläden, auch mehr in Richtung Thema Lifestyle, Deko, Einrichtung, Möbel und so weiter. Okay, ja, sehr gut. Ich werde mir wahrscheinlich gleich, wie gesagt, eine Flasche mitnehmen. Einmal von dem Blattdünger und von dem Substratdünger nenne ich ihn jetzt einfach mal. Und da werden wir mal schauen, wie das in den nächsten Wochen performt. Und wie gesagt, ihr könnt dabei sein, dazu gerne Glocke aktivieren, dann werdet ihr das Video auch nicht verpassen. Vielen Dank. Danke dir. Ja, und noch viel Spaß hier auf der Messe. Danke euch auch. Wir sehen uns. Jo. Jetzt sind wir hier bei Moi. Yes. Und weißt du was, ich habe sie schon zigtausende Male auf Instagram gesehen. Immer gut gelaunt mit so einem Grinsen. Jetzt sehe ich sie immer persönlich. Deswegen müssen wir auf jeden Fall mal schnacken. Und was noch ganz wichtig ist, wir suchen hier heute die schönste Pflanze im Universum. Vielleicht die hast du schönste Pflanze im Universum? Ja. Wow. Ja, vielleicht, also ich weiß, mittlerweile sind viele Pflanzen schon vergriffen, aber vielleicht findest du ja trotzdem noch irgendwas Schönes. Aber bevor wir dazu kommen, du hast einen Shop auch, ne? Ja. Ist ja also, auch begehbar? Genau, also ich habe einen Laden in Köln-Nippes, also einen analogen Laden mit Tür, wo man reingehen kann. Oh, das ist cool. Oh. Einen Online-Shop, genau. Okay. Online-Shop verlinke ich euch mal unten. Falls ihr gleich hier irgendwelche Pflanzen seht, die jetzt hier noch nicht vergriffen sein sollten, könnt ihr dann auch nochmal den Online-Shop besuchen. Und Instagram bist du auch. Blende ich auch nochmal unten ein. Supi. Ne? Ja, und jetzt würde ich sagen, ja klar. Und ansonsten, möchtest du noch irgendwas an die Zuschauer richten? Ob ich was an die Zuschauer richten zum Beispiel, ob die Botanika voll der Untergang ist oder wo du sagst, ist schön hier. Ist ganz nett hier auch. Nein, also es ist auf jeden Fall ein Wahnsinns-Event. Es ist richtig crazy. Also es sind so unfassbar viele Menschen hier, unfassbar viele Leute, die Pflanzen kennen. Das kennt man jetzt. Also es ist jetzt auch nicht Alltag für mich im Laden. Ne? Also es ist wirklich, dass man muss gar nicht dazu sagen, welche Pflanze das ist. Die meisten wissen das schon. Ja. Da sind Pros unterwegs. Ja. Mega gut. Ja. Okay, dann würde ich sagen, schlendern wir mal rein in deine gemütliche Hütte. Ja, wir haben hier so, also im Endeffekt sieht der Laden in Nippes genauso aus. Ja, okay. Wir haben einmal den Laden hier hingebracht. Ja. Genau, oder in Köln-Nippes gegangen. Ja. Genau. Und die Leute konnten jetzt heute hier so reingehen. Oh. Hier so reingehen. und so ein bisschen so ein Laden-Feeling. Cool. Ich das auch. Das Konzept passt, würde ich sagen. Das ist gemütlich. die finde ich auch cool. Ne? Riesenmonstera. Ja, mega schön. Ja. Die mag ich auch gerne, natürlich eine große Gloriosum. Über die habe ich mich auch sehr gefreut, die Cuprea Secret. Ja, auch richtig. In der Größe, ja. Schon auch richtig geil. Das war auf jeden Fall, ist jetzt nicht mehr, schon ein bisschen mitgenommen, aber eine Baby Florida Ghost. Mhm, auch mal süß, ne? Haben wir alle vergessen, die letzte schon tatsächlich. Ja. Ja. Okay, hier haben wir auch noch eine Paraiso Verde. Die ist so bei mir, wo ich sage, so, boah, die ist schon richtig schön. Ne? Die Paraiso Verde? Ja, super. Weil, ich finde die auch richtig schön. Weil wie gesagt, wir suchen ja auch noch die schönste Pflanze im Universum. Und ich finde, Paraiso Verde ist schon sehr, also ist auch immer so eine persönliche Sache und individuell. Ja. Ne? Weil Schönheit liegt nur mal im Auge des Betrachters, aber ich finde die mega schön, weil halt auch jedes Blatt so komplett anders ist. Blenden wir jetzt an dieser Stelle auch nochmal im Nah ein für euch. Ja, also und jetzt natürlich neben der Regale auch gut positioniert. Ja. Ja, ist schon ein tolles Blatt. Ja. Aber ich habe eine Pflanze, von der ich weiß, dass sie keiner hat hier heute. Doch. Aber keine Plastikpflanze. Nee. Ja, tschüss. Hier. Ach, hör auf.
Also Reticulata und Zebrina Kreuzung, genau, also mit Panaschierung. Dunkleres, schmaleres Blatt. Das ist heftig. Mit einer Panaschierung. Ja, okay, das, oh, Leute, ohne Scheiß jetzt mal. Also das ist heftig. Reticulata kriegt man in den deutschen Markt so gut wie überhaupt nicht. Das ist die Kreuzung zwischen der Reticulata und der Zebrina. Und dann nochmal panaschiert. Und also es gibt für diese Pflanze noch keinen Preis. Also es ist ja einfach, die ist... Ja, die gibt es also in, panaschiert die Zebrina, ja. Aber die gibt es, man sieht die ja jetzt häufiger quasi in Normalo, ne? Wir hatten die ja auch in größer. Aber in panaschiert... Ja. Es ist aus Versehen. Auch, ach, ne? Also, krass. So viel Glück muss man mal haben. Ja. Ja. Also ja. Das ist, also die ist auf jeden Fall... Zur Pflanze des Universums, die ist schon... Ja, die ist schon sehr weit vorne. Ja. Aber das ist auch so eine Pflanze... Man muss jetzt auch immer das Verhältnis sehen zwischen die schönste Pflanze, ja, aber wenn man da auch noch mit reinpackt, die muss ja auch noch in irgendeiner Form für den Zuschauer möglich sein. Die ist ja unmöglich eigentlich zu haben, ne? Die ist unmöglich. Ja. Also, aber deswegen zum Beispiel, also ich habe die jetzt als Ausstellungsstück dabei, ich werde die nicht verkaufen, sondern ich werde versuchen, die halt Mit zu vermehren. Ja, klar, mit Okay, genau. das ist krass. Ja, vielen Dank für deinen Rundgang hier in deiner schönen, gemütlichen Stube. Und wie gesagt, könnt ihr auch noch mal gerne den Online-Shop oder den Instagram-Kanal abchecken. Und wir geben jetzt hier weiter Vollgas. Ich hoffe, ihr auch, natürlich. Voll. Die Leute, die stehen jetzt da hinten schon, die wollen jetzt nicht hier rein, weil wir hier stehen. Aber wir machen jetzt wieder den Weg frei und viel Spaß. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Schön, dass ihr hier wart. Ja. Tschüss. Da sind wir auch schon am nächsten Stand. Stell dich da einmal vor. Moin, also ich bin Conny. Hab mich selbstständig gemacht mit dem Gärtnern, bin auch gelernter Zierpflanzenbaugärtner, habe 2 Studiengänge in tropische Forstwirtschaft und auch im Produktionsgartenbau besucht. Und jetzt hast du dein eigenes Business aufgebaut, so ein bisschen, mit einem eigenen Shop. Ja. Wie findet man den? Unter connykramerplans.de. Okay, einfach. Instagram? Instagram habe ich auch, connykramerplans. Okay, blende ich euch mal hier unten ein. Ja, auf jeden Fall, wir suchen hier heute eine richtig schöne Pflanze. Möglichst sogar die schönste im Universum. Noch haben wir sie nicht gefunden, aber vielleicht ja hier. Und ansonsten suchen wir natürlich einfach schöne Pflanzen. Was kannst du uns denn mal da zeigen? Hier, so eine Scrambled Egg. Ja, die Scrambled Eggs habe ich hier welche mitgenommen. Das ist dann einmal eine sogar mit 3 Stämmen dabei. Ah, cool. Schöne Panaschierung bei dem einen, der andere wieder ein bisschen weniger, aber ist ja gleichzeitig wieder so ein bisschen gewollt, dass sie nicht voll panaschieren immer, damit die dann noch einen schönen Wuchs zeigen. Und da hast du dann direkt 3 verschiedene Triebe dran. Ja. Und jetzt habe ich hier so in meinem Rücken, da kratzt mich, glaube ich, so ein bisschen was Monstera-artiges. Da habe ich jetzt so ein paar kleine von den Thais mitgebracht von zu Hause. Die große oder die großen haben nicht alle reingepasst. Da sind dann nur noch 2 in der Mitte oben aufgestellt, die noch so ein bisschen größer sind. Ich glaube, bis 60 cm Blattgröße ungefähr. Okay. Da hast du auch noch was Schönes. Sag mal, was dir zu der ein? Da haben wir noch 3 schön große Dubias stehen, die ich an den Moosstämmen erstmal ringsrum hochgezogen habe. Ja. Bei der habe ich halt die Erfahrung gemacht, wenn man gerade hochgeht einfach nur, ist immer so ein bisschen das Problem, dass man zu schnell die Strecke nach oben füllt. Mhm. Wenn du dir einen dicken Moosstamm machst und im Kreis rumgehst bei der Dubia, dann fängt die auch ziemlich schnell an, größere Blätter zu bilden. Ah. Und zu Hause habe ich auch eine, die dann schon bei den 70, 80 cm Blättern ist. Das heißt, du leitest die gar nicht einfach vertikal hoch, sondern du gehst halt so... Ich zwinge die im Grunde so ein bisschen da drumherum. Ja, Leute, ein guter Tipp. Hier kriegt ihr auch noch ein bisschen so Tipps nebenbei mitgeliefert. Also, habt ihr gerade gehört, ruhig ein bisschen, ich sag mal, erziehen. Ja, und vor allem die Blätter gefallen mir bei der richtig gut. Ne? Normal, oft sieht man halt diese kleinen und hier ist natürlich schon in einem ganz anderen Stadium. Ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Okay, ich würde sagen, wir haben den Stand gesehen, wir blenden jetzt nochmal ein paar Bilder ein und dann gehen wir mal zum nächsten Stand. Dir auf jeden Fall vielen Dank und viel Erfolg hier auf der Messe. Ja, danke. So, an dieser Stelle einmal der Hinweis, guckt mal hier unten, da ist die Statistik, wie viele Leute von euch abonniert haben. Das sind gar nicht so viele und das finde ich schade, denn ich möchte natürlich in Zukunft weiter schöne Videos für euch produzieren. Und deswegen geht jetzt einmal nach unten, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wenn ihr sogar richtig clever seid, aktiviert nochmal die Glocke, weil dieses Video ist an dieser Stelle vorbei. Aber der nächste Part, der kommt in den nächsten Tagen und damit ihr dieses Video nicht verpasst, klickt die Glocke an. So, bis dahin, kümmert euch um eure Pflanzen.